Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses. Hier ist wieder Ansgar, der Whisky-Wikinger von wunderschönen Mittelaltermarkt in Grob. Und neben mir sitzt ein ganz berühmter Krieger. Ja, so berühmt, dass er sogar in Roman erwähnt wird. Ja. Ja. Und jetzt sag mal, deinen richtigen Namen darf ich ja nicht sagen. Nein. Also in dem Roman, oder mein Wikinger-Name ist Skjalde Arvidsson und ich bin der Hauptmann der Haustruppe von dem Jarl Hakon. Und die Bücher sind von Axel Meyer. Genau, aus Rostock. Aus Rostock. Aus Rostock. Genau. Und den Skaldier habe ich mir eingeladen, um heute einen ganz feinen Tropfen zu verkosten. Das ist ein Sempel, den mir der Christian The Malt her zugeschickt hat. Schaut mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Er hat auch einen kleinen Kanal, wo er seine neue Werbung immer vorstellt. An dieser Stelle nochmal schönen Dank, Christian, für den Talisker. Nice Point. Nice Point daher. Auf der Isles of Skye, wo die Distille Talisker liegt, gibt es eine kleine Landzunge mit einem Wasserturm, sag ich, mit einem Leuchtturm drauf, der ist hier auf diesem Bild abgebildet. Und die heißt Nice Point. Daher hat der Talisker hier seinen Namen. Du hast Durst, ne? Ich weiß nicht. Weiß nicht. Aufheben macht ja keinen Sinn. Eben. Ne? So groß ist die Flasche ja auch. Der Talisker Nice Point ist ein Nas Whisky aus dem Travel Retail. Preislich liegt er ungefähr zwischen den 18-Jährigen und den 25-Jährigen. Daher gehe ich mal ganz stark davon aus, dass hier auch ältere Fässer drin sind. Aber ihr wisst ja, schottisches Gesetz, immer das Alter muss angegeben werden von den jüngsten Whisky. Ne? Und das wissen wir eben halt nicht, aber ich denke mal, ältere Fässer sind hierbei. Ja. Rüber. Talisker ist ja berühmt für seinen leichten Rauch und für seine schöne maritime Note. Und soweit ich weiß, ihr könnt mich gerne berichtigen in den Kommentaren, ist der mit 45,8 Volumenprozent abgefüllt, das ist so üblich bei Talisker, und dürfte auch eine reine Bourbonfassreifung sein. Und das, was ich hier in der Nase habe, Skaldir, Skaldar, ist bisschen Rauch, exotische Früchte, so ein bisschen Kokos. Meine Nase ist noch vom Schlachtfeld, ja. Ein wenig verstaubt, Entschuldigung. Aber er hat ein Kettenhemd an, ihr seht, wir kommen gerade vom Schlachtfeld. Und da ich ja auch nicht mehr so ganz der Jüngste bin, nicht so alt wie mein Kollege hier, bin ich ohne Rüstung reingegangen. Nee, war ein leichtes Kampftraining, also große Schlacht war es nicht. Nee, ich habe hier echt fruchtige Aspekte, ne? Und ein bisschen Kokosnuss und so Orange. Doch, deutliche Orange. Darf ich mal nippen? Ja, ja, darf er, ist Lunch. Also ich habe das vorhin, ist lecker, ne? Ich hatte vorhin mit dem Fabi, Fick die Hanse, da hast du nicht mitgespielt, ne? Nein. Nee. Da hatte ich den Talisker 10. Aber musste ich mal Kiel holen, einmal unter Boot. Aber der hier, der ist anders als der 10er. Ja, der hat eine schöne, der hat deutlich mehr Frucht, deutlich weniger Rauch. Ja, ne? ist nicht so, als ob man Eisenbahn schmeckt. Nee, überhaupt nicht. Ja, schön fruchtig. Ich denke, von der Frucht her müsste das Orange sein. Ja, da bist du ja eher Fachmann. Aber vielleicht eine Spur, so ein bisschen exotische Früchte. Also so Sachen, die ich wirklich mit einem Bourbonfass verbinde. Ja, auf jeden Fall schön süß. Bisschen Vanille. Also ich sag mal so, als ungeübter Whisky-Trinker nicht unlecker. Nicht unlecker, ne? Also hat mir The Malt Head wieder mal einen feinen Tropfen zukommen lassen. Ja. Ja, gib zu, den hätte ich mir nie gekauft. Aber ich bin froh, dass ich den jetzt mal verkosten darf. Ja, also der wäre definitiv an mir vorbeigegangen, aber ich muss sagen. Was wird denn so ein Fläschchen kosten? Ganz aktuell habe ich den gesehen beim großen deutschen Internetversandhandel für Whisky. 80 Euro. Ist denn doch schon. Ja, ja.
Aber guck mal, wie schön der vom Glas abperlt. Ja, ja, schöne Lecks hat er, ne? Ja. Und was hier so besonders ist, ich hätte ihn wahrscheinlich beim Blind Tasting niemals für einen Talisker gehalten, weil mir fehlt hier so ein bisschen der Chili Catch. Talisker hat immer so eine Pfeffrigkeit, ja, so an der Zungenspitze. Mhm. Ist keine metallische Jugend oder sowas, sondern wirklich eine Pfeffrigkeit, die durch einen Brennvorgang entsteht. Ich habe vor 14 Tagen einen Talisker geschenkt bekommen, der steht noch zu Hause im Karton. Ich muss den erstmal dann jetzt. Also wir können gerne, wenn du möchtest, ja, nach dem Tasting hier, kann ich dir einen Talisker 10 einschenken, dass du einfach mal einen Vergleich hast. Nee, also, der gefällt mir ausnehmend gut. Also ich muss mal so sagen, ne? Nach einem kleinen Kampf auf dem Schlachtfeld, ein wunderschön. Ja, ja, das ist so ein Genießerli, ja, ne? Ja. Nee, der ist echt gut. Und wie gesagt, also was wirklich spannend für mich ist, der hat diesen typischen Chili-Catch nicht. Echt stark. Guck mal, durch der Sonne. Von der Farbe. In der Farbe muss ich sagen, Talisker färbt. Ja, Angleichung der Farbe für die einzelnen Chargen. Aber die filtern, soweit ich weiß, nicht kühl. Ne? Und daher hat auch so eine leichte Öligkeit. Ne? Ja, in dem Sinne würde ich mich natürlich über Kommentare freuen, das wisst ihr. Über ein Like sowieso und auch über ein Abo. Ne? Und mein Kampfgefährte hier, der ist recht. In diesem Sinne. Slunch.